Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir melden uns heute live von der EduFair mit unserer Webinarreihe Tage der Bildung. Es gibt noch ein paar Teilnehmer, die sozusagen in der Warteschlange stehen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir warten noch die eine oder andere Minute ab. Kurz stelle ich aber vorab schon mal vor, um was es heute geht. Zunächst einmal zu mir. Mein Name ist Jürgen Godenrath. Ich bin Projektleiter von der digitalen 3D-Bildungsmesse EduFair, die Sie auch im Bild sehen, in dem Fall am Stand der Schulausstatter. Unser Thema heute wird sein: Angstgegner DSGVO in der Schule. Was ist wichtig? So, jetzt kommen noch ein paar weitere Besucher dazu, wie ich sehe. Sehr schön. Genau. Also seit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung sorgt sie immer wieder für Unsicherheiten, insbesondere wenn es um die sensiblen Daten geht, die wir alle kennen. Das ist gerade im Bildungsbereich stets ein Thema. Florian Limmer, Projektleiter von den Schulausstattern, und Guido Kraft von der Wallix Group versuchen heute für Sie ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Bevor wir starten, führen wir noch einen kleinen Techniktest, Technikcheck durch. Sie finden in Ihrem Bedienelement den Button Fragen. Teilen Sie mir bitte kurz mit, ob Sie alles gut sehen und hören können. Einfach mit Daumen nach oben oder einfach ein Wort. Ja, super. Wie auch immer, sodass wir sehen können, dass Sie uns auch verstehen. Und ich höre und sehe, schaut gut aus. Sollten Sie während der Veranstaltung Fragen haben, können Sie diese auch gerne über diese Funktion stellen. Dann wird Herr Limmer und Herr Kraft Ihnen entsprechend Auskunft erteilen und diese Fragen hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit beantworten. Davon gehe ich zumindest aus. Wenn Sie künftig über weitere Informationen erhalten wollen zu Webinaren der EduFair, melden Sie sich gerne kostenfrei an, wenn Sie dies noch nicht getan haben, unter edufair.de. Doch nun starten wir mit Guido Kraft und Florian Limmer und dem vermeintlichen Angstgegner DSGVO. Viel Spaß bei der Diskussion. Die Aktion soll interaktiv sein, also beteiligen Sie sich gerne und jederzeit mit Ihren Fragen und Anregungen. Schönen guten Tag zusammen in die Runde. Hallo, danke, Jürgen Godenrath, für die kurze Einführung. Ich hoffe, man kann mich auch gut verstehen und alles funktioniert. Der Bildschirm sollte übertragen werden. Auch wir melden uns heute ganz live und persönlich von der digitalen Messe von der EduFair. Sie sehen hier unseren Messestand von die Schulausstatter. Direkt schräg gegenüber von uns findet man auch den Messestand von Wallix, dem Unternehmen, bei dem der Guido Kraft tätig ist. Und ich freue mich heute, Sie hier begrüßen zu können zu diesem spannenden Thema. Und ganz außerordentlich freut mich, dass wir mit Wallix, einem neuen Konsortiumsmitglied von die Schulausstatter, den Herrn Kraft begrüßen können, der ein absoluter Experte ist rund um das Thema DSGVO, Datenschutz etc. pp. Und wir sind ja ein Herstellerkonsortium, das heißt, wir kriegen im engen Austausch mit Sachauftragsträgern und Schulen relativ viele Fragen hineingereicht oder werden uns herangetragen, unter anderem auch zum Thema DSGVO und Datenschutz. Deswegen haben wir gesagt, das nutzen wir doch mal, laden den Herrn Kraft ein und stellen diese Fragen stellvertretend für unsere Konsortiumsmitglieder beziehungsweise die Kunden derer, die eben dann vor allem eben aus dem Education-Umfeld kommen. Von dem her, es gibt ein paar Fragen, die wir bei uns vorliegen haben, beziehungsweise die wir da stellvertretend stellen möchten an den Herrn Kraft. Und zum anderen ist es wichtig, und das hat der Herr Godenrath ja auch schon gemacht, bitte nutzen Sie die Möglichkeit, über das Fragenfenster oder wenn Sie direkt übers Mikro antworten oder Fragen stellen möchten, geben Sie ganz kurz Bescheid, dann wird das Mikro entsprechend freigeschaltet. Dann können Sie auch direkt die Frage stellen, die Sie da umtreibt bzw. bewegt. Genau, so viel zu meiner Seite. Ich übergebe ganz kurz an den Herrn Kraft, dass der auch ein paar einleitende Worte zu seiner Person und zu seinem Unternehmen mitgeben kann. Ja, schönen guten Tag. Guido Kraft ist mein Name.
Ich bin jetzt seit Ende 2019 bei der Firma Wollix beschäftigt. Die Firma Wollix ist im Bereich Zugriffsmanagement tätig. Das heißt, wir haben ein Produktportfolio im Bereich Identity as a Service, Privilege Access Management und Endpoint Privilege Management, also sprich die gesamte digitale Kette vom Eintritt von außen ins Unternehmen bis zum Endpunkt. In meinem vorherigen Leben, wenn ich es mal so sagen darf, war ich zunächst im infrastrukturellen Bereich IT unterwegs, später dann schwerpunktmäßig im Bereich Endpoint Security bis in den Enterprise-Bereich hinein und habe dann eben in den 2010er Jahren eine Weiterentwicklung gemacht Richtung der Informationssicherheitsberatung, Mittelstandsunternehmen betreut bei der Einführung eben einer EU-DSGVO-konformen Infrastruktur, Informationssicherheitsrichtlinien, Ausarbeitung und habe mich dann eben weiter bewegt Richtung eines externen ISWs, der ich für zwei größere Unternehmen gewesen bin, also Informationssicherheitsbeauftragter extern bestellt und habe dann schlussendlich auch den ISO 27001 Lead Auditor gemacht und habe dann immer die Seite der Organisationen, Stadtverwaltungen, Unternehmen, andere Unternehmen aus dem Bereich kritische Infrastrukturen vertreten, habe sozusagen den internen Auditor dargestellt, der eben mit den externen Auditoren zusammengearbeitet hat, die das Ganze dann begutachtet haben. Passt das hier alles so, was eben die Vorgaben einerseits dieser Datenschutzgrundverordnung, aber eben auch Compliance-Richtlinien wie ISO 27001 entsprechen. Ja, und habe dann im Bereich Access Management bei der Firma Wollix jetzt beide, ich sag mal, Funktionen zusammengeführt, weil Access Management, Zugriffsmanagement einfach etwas ist, was wie keine andere Technologie dafür sorgt, in solche Mechanismen, in solche gesetzlichen Vorgaben, wie aber auch Compliance-Vorgaben, ISO-Vorgaben, eben hinein zu matchen, weil es geht halt eben schlussendlich immer um Zugriff. Immer will irgendwer irgendwas Zugriff haben auf bestimmte Ressourcen, auf Prozesse etc., sodass eben es ein ja, wirklich sehr tief genau in dieses Thema reinmatchende Technologie eben im Endeffekt darstellt. Und in dem Kontext von Zugriffsmanagement, Access Management möchte ich heute eben auch diese Vorgaben, die die DSGVO gibt, die aber auch andere Compliance Frameworks, worauf die DSGVO im Endeffekt auch aufsetzt, eben wie sich das darstellt. Ja, so viel zu meiner Person. Super, ganz herzlichen Dank, Guido Kraft von der Seite. Wir würden jetzt direkt mal losstarten. Also nochmal der Hinweis bitte, weil noch einige Teilnehmer jetzt erst dazugekommen sind. Nutzen Sie das Fragenfenster, um aktuelle Fragen reinzustellen und die werden dann live und in Farbe beantwortet. Wir sind eben direkt auf dem Edofair-Messestand. Es gibt keine große PowerPoint-Präsentation. Das soll wirklich ein interaktiver Dialog sein und hier keine Beschallung. Ja, Guido, es ist so, dass bei uns immer wieder mal die Frage reinkommt, gerade wenn man mit Software auch zu tun hat in diesem Umfeld, ist denn Ihr System überhaupt DSGVO-konform? Da stellt sich natürlich die Frage, ist das einfach zu beantworten, beziehungsweise was würdest du da aus deiner Sicht darauf antworten? Wie sollte man auch da reagieren und was ist da wichtig? Also in dem Zusammenhang ist zum Beispiel wichtig festzustellen, natürlich in erster Linie sind die Hersteller, die Softwarehersteller selbst mit ihrer Produktentwicklung, mit dem, was sie darstellen, konform zu EU-DSGVO. Das ist ein Punkt, den man grundsätzlich bei jedem Softwarelieferanten schon an und für sich beachten muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die zweite Seite ist natürlich, wie stellt sich meine Organisation hinsichtlich meiner Softwareausstattung im Endeffekt dar? Sind die Schutzmechanismen, die ich im Unternehmen, in der Organisation, hier auch im Schulumfeld einsetze, ausreichend, um zu gewährleisten,
dass eben dort kein Missbrauch entsteht, dass ungewollt keine Daten abfließen. Und daraufhin muss man eine Organisation beleuchten. Und da ich ja eben, Florian, wie du weißt, eben von einem Access-Management-Hersteller nur im Endeffekt komme, geht es natürlich auch wieder hier um den Zugriff beispielsweise eben auf Daten, die gegebenenfalls jemand, der auf das Schulnetzwerk zugreift, gar nicht bekommen soll. Das heißt, er greift vielleicht von außen als Dienstleister auf die Infrastruktur der Schule oder des städtischen Verbundes zu, hat dort einen sehr privilegierten Zugang, weil er muss vielleicht Wartungsarbeiten machen im Schulnetzwerk oder eben auf den entsprechenden Systemen. Jetzt ist es aber so, damit hat er sehr hohe Privilegien einerseits. Auf der anderen Seite muss derjenige zwar vielleicht, um etwas zu installieren, diese Privilegien haben. Auf der anderen Seite soll er ja nun mitnichten Zugriff haben auf eben personenbezogene Daten im Unternehmen. Und hier ist es eben nötig festzustellen, ist meine derzeitige Sicherheitsausstattung an Software in der Lage, dies klar voneinander zu trennen. Also wirklich zu trennen, dass auf der einen Seite sehr hohe Privilegien bestehen, die auch teilweise eben zur Ausführung einer Arbeit notwendig sind. Aber habe ich auf der anderen Seite Mechanismen in Form von Software eingesetzt, die verhindern, dass diese Privilegien eben ausgenutzt werden können? Okay. Also wie wir hören, es ist auf alle Fälle, obwohl die Frage deutlich einfacher klingt, als der Herr, wie man im ersten Moment meint, wie man den Ausführungen von Guido Kraft entnehmen kann, ist es dann doch nicht so einfach, diese Frage entsprechend zu beantworten und komplex auf jeden einzelnen Sachverhalt wirklich runterzubrechen. Also man kann keine allgemeingültige Aussage, wenn ich das so richtig interpretiere, treffen, weil man wirklich immer die besonderen individuellen Gegebenheiten sich angucken. Man muss vor Ort in der Schule oder auch in der Schulverwaltung, korrekt? Also so korrekt, Florian. Vor allen Dingen hat man dafür natürlich eben auch auch wir als Hersteller natürlich auch seine Partner und die Schulen haben logischerweise in Form von euren Unternehmen, der Schulausstatter, ja ihre Partner, die eben genau diesen professionellen Blick nehmen auf die Infrastruktur, weil ihr kennt die Infrastruktur, die dort vorhanden ist und könnt eben genau dann auch diese Abschätzungen treffen und eben diese Einordnung schlussendlich treffen. Was ist hier in diesen Organisationen bereits umgesetzt und was ist bis jetzt noch nicht umgesetzt? Also weil da ist ja bei euch das technologische Know-how, um das einschätzen zu können und eben auch das technologische Know-how, entsprechende Lösungen einzusetzen, die zumindest auf der technologischen Ebene dies erfüllen. Denn wir sprechen ja heute hier in erster Linie von Technologien. Dass natürlich im Hinblick auf eine Datenschutzgrundverordnung auch organisatorische Regeln gelten, die im wahrsten Sinn des Wortes da niedergeschrieben werden und auch das Verhalten der einzelnen Beteiligten betreffen, wo Betriebsanweisungen gegeben werden, das ist natürlich klar. Das ist aber eben dann eine organisatorische Form der Sicherheit. Das heißt, dort werden Regeln schriftlich festgelegt. Und dann gibt es ja eben die technologische Sicherheit. Darüber reden wir heute. Was kann ich denn für Technologien einsetzen, um zu gewährleisten, dass ich auf diese Art und Weise eben sicher unterwegs bin und auch datenschutzgrundverordnungskonform unterwegs bin? An der Stelle möchte ich vielleicht direkt mal ein Stichwort einfließen lassen in eine Frage, die auch immer wieder zu uns durchdringt. Du hast vorher das Stichwort personenbezogene Daten genannt. Da wird uns von Schulen oder wird uns auch von Schulen immer gefragt, was ist denn in meinem Umfeld? Was ist denn im Schulumfeld? Was sind denn da tatsächlich personenbezogene Daten? Beziehungsweise welche dieser Daten sind da wirklich besonders schützenswert? Und welche müssen auch tatsächlich besonders geschützt werden? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der da immer wieder bei uns ankommt. Naja, das sind
in erster Linie in dem Umfeld natürlich einmal die personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, die also im Schulumfeld arbeiten. Man muss das hier natürlich auch ein Stück weit auftrennen. Es gibt ja auf der einen Seite das generelle Schulnetz. Das ist da, wo sich Schüler bewegen, da, wo die im Prinzip auch ihre Arbeit vollziehen, wenn sie jetzt digitalen Unterricht machen oder auch digitale Unterstützungen nutzen. Dann hat man natürlich auf der anderen Seite noch das klassische Verwaltungsnetz, das Schulverwaltungsnetz, wo im Prinzip auch natürlich die Daten gespeichert sind von Mitarbeitern der Verwaltung, von Lehrern etc. pp., wo natürlich entsprechende Unterlagen auch in Systemen sind. Und da muss natürlich eben auch gewährleistet sein, dass, wenn wir wieder bei dem Punkt von eben sind, dass eben auf diese Daten von nicht autorisierter Stelle eben auch nicht zugegriffen werden darf, auch wenn es vom Prinzip her möglich wäre. Und das lässt sich natürlich durch eine organisatorische Sprachregelung im Endeffekt bewerkstelligen. Das verhindert aber dann im Endeffekt nicht den wirklichen technischen Zugriff. Das heißt, ich muss da Mechanismen einsetzen, die es eben im Endeffekt verhindern, dass jemand, jetzt nehmen wir mal wieder diesen klassischen Fernzugriffsmenschen, der auf die Infrastruktur zugreift, auch der Schulverwaltung, dass der nicht die Möglichkeit hat, auf personenbezogene Daten zuzugreifen. Eine personenbezogene Daten sind danach definiert, dass eben verschiedene Parameter einer Person, einer natürlichen Person, eben einen Rückschluss auf ihre Identität zulassen. Zunächst ist es einmal eine Person, reine Personenbeschreibung. Ich habe diverse Daten, die zusammengefügt werden. Der Vorname Guido, der Nachname Kraft, danach das Geburtsdatum und gegebenenfalls eine eindeutige Telefonnummer, beispielsweise eine Handy-Telefonnummer. Wenn ich diese Kombination schon habe und noch gegebenenfalls auch einen Wohnort, natürlich vervollständigt sich das Bild, so kann ich Rückschlüsse auf diese Person ziehen. Und in dem Moment habe ich personenbezogene Daten, weil ich die reale, natürliche Menschidentität der Person anhand dieser Parameter nachvollziehen kann. Das heißt, im technologischen Sinn, alle Systeme, in denen derartige Daten gespeichert sind, müssen natürlich auch besonders geschützt werden. Und wie gesagt, gerade beim Zugriffsmanagement, weil wenn man sich mal die DSGVO durchliest, wenn man sich aber auch diese ISO 27001, alle Compliance-Vorgaben durchliest, dann wird man eigentlich feststellen, in jedem zweiten, dritten Satz fällt das Wort Zugriff. Es muss gewährleistet sein, dass der Zugriff auf bestimmte Systeme nicht möglich ist. Es muss gewährleistet sein, dass der Zutritt, das ist etwas anderes, das ist rein physikalisch, Zutritt, Zugriff, Zugang. Das sind die drei Worte, immer mit zu am Anfang, die eben genau dieses Werk im Endeffekt beschreiben. Und da gilt es eben für den Zutritt natürlich Türen zu sichern, für den Zugriff bestimmte auch Bereiche, natürliche Bereiche der Schule oder dergleichen vor Zugriffen zu schützen. Zugriff ist aber eben auch der Zugriff auf digitale Daten und Zugang zu diesen Daten. Das heißt, wir finden das in der natürlichen Welt, wir finden das aber eben in der digitalen Welt auch wieder, weil die digitale Welt im Idealen ein Abbild unseres Handelns ist in einer Organisation. Wir bilden digital ab, was in der realen Welt auch ist. Und man lässt die Tür zur Verwaltung auch nicht offen stehen über Nacht, sodass da jeder rein und rausgehen kann. Exakt so ist es im Endeffekt mit den digitalen Daten. Man lässt die Tür dort nicht offen stehen. Man hat beispielsweise Dienstleister, die greifen des Nachts auch schon mal, weil dann die beste Zeit zur Wartung ist, auf ein System zu, um dort eine Wartung durchzuführen. So etwas sollte kontrolliert werden. So etwas sollte über einen Genehmigungsworkflow laufen, dass man dediziert so etwas auch genehmigt und nicht einfach sagen, okay, komm heute Nacht in meine Verwaltung, ich lasse die Haustür offen stehen, dann kannst du arbeiten. So wie ich blöd gemacht, blöd gesagt, ja auch nicht zu Hause machen würde, dass ich sage, genau, liebe Elektriker, komm einfach irgendwann, wann es dir passt, die Tür steht immer offen. Ganz aber genau. Wie gehe ich denn tatsächlich mit diesen ganz sensiblen Daten, und dann nehme ich jetzt mal tatsächlich die Schülerdaten raus,
Wie gehe ich denn damit um? Also wie werden die denn entsprechend gesichert? Weiß ich, klingt jetzt auch wieder einfacher, als es tatsächlich zu beantworten ist, weil es auch wieder ein komplexes Thema ist. Aber wie gehe ich denn tatsächlich mit so sensiblen Schülerdaten um? Also wie sieht da eine entsprechende Sicherung aus? Naja, wie gesagt, man hat dann auf der einen Seite natürlich wieder diese organisatorische und auch, ich nehme die physikalische Welt immer auch als Beispiel, das ist, um das einfach schön zu zeigen. Schülerdaten liegen auch in der heutigen Zeit noch, davon gehe ich aus, von aus in ausgedruckter Form, in Form von Akten vor. Diese Akten werden auch nicht öffentlich irgendwo am Gebäude aufgestellt, sodass jeder da rangehen kann und kann sich die mal rausnehmen und im Aktenordner mal wühlen, sondern die sind in der Regel irgendwo im Gebäude, in einem gesicherten und abgeschlossenen Raum und werden dort gelagert. Das sind die guten alten Papierdaten. Auch hier verhindere ich den Zugang, den Zugriff zu diesen Daten. Natürlich liegen diese aber eben auch in digitaler Form vor. Und um das zu verhindern, dass dort drauf Zugriffe geschehen, muss ich natürlich auf der einen Seite im klassischen Sinne im Dateisystem bestimmte Berechtigungen vergeben, in meiner Verzeichnisdienstverwaltung. Microsoft Active Directory sollte jedem ein Begriff sein. Auf Microfocus-Seite gibt es das eben auch mit dem eDirectory. Das heißt, dort verwalte ich natürlich einmal die Zugriffsrechte auf bestimmte Daten. Und das ist auch schon mal wichtig, das zu gewährleisten, dass da eine Hierarchie ist. Aber das verhindert natürlich schlussendlich nicht, dass, und da sind wir wieder bei diesen privilegierten Zugängen, dass Menschen, die eben, und du hattest als Beispiel jetzt schon den Elektriker gebracht, der Elektriker geht ins Haus und greift eben auf massive infrastrukturelle Dinge zu, dreht den Strom ab und dergleichen. Das heißt, er hat sehr viele Privilegien in diesen Räumen, sich auszutoben und das zu tun. Solche Zugänge sind notwendig, um eine Schulverwaltung, um eine Verwaltung generell am Leben zu erhalten. Dafür bedarf es solcher privilegierten Zugänge. Aber es gibt eben dieses Prinzip des geringst notwendigen Zugriffs. Das nennt sich auch im Englischen Principle of Least Privileges. Das heißt, jeder und jedes Objekt und jeder Benutzer sollte immer nur so viele Zugriffsmöglichkeiten haben, wie er zur Ausübung seiner Tätigkeit wirklich benötigt. Und das ist Status quo heute in sehr vielen Organisationen eben nicht der Fall, weil eben diese hochprivilegierten Zugänge, die verwendet werden, eben in der Regel in der Lage sind, alle Zugriffe innerhalb eines eDirectories, auch eines Active Directories zu haben. Das heißt, selbst wenn er sie ein solcher Domänenadministrator, das sollte jedem ein Begriff sein, das ist der obere Administrator, selbst wenn dem auf bestimmte Daten der Zugriff per Dateisystem verweigert wird, ist er in der Regel immer in der Lage, sich die auch wiederzuholen. Oder ein anderer, der von extern zugreift beispielsweise. Das heißt, durch die hohen Privilegien, die diese Benutzer besitzen, sind sie in der Lage, in der Regel sich Zugriff zu verschaffen auf alle möglichen weiteren Systeme, die eben Schülerdaten, benutzerbezogene, personenbezogene Daten enthalten. Und da gilt es eben, Schutzmechanismen einzubauen, mit denen man in der Lage ist, diesen Zugriff trotzdem zu beschränken und zu begrenzen. Das, was ich eben schon mal erzählt habe. Das heißt, der Elektriker ist zwar im Haus, er kann auch verschiedene Arbeiten dort durchführen, nachdem du, Florian, den Elektriker reingelassen hast. Die Tür war also nicht offen, er hat klingeln müssen, du hast die Tür aufgemacht, hast ihn reingelassen und hast aber im Endeffekt beispielsweise gesagt, bin jetzt etwas außer Haus, Sie müssen jetzt hier Ihre Arbeiten verrichten. Aber wenn du dann aus dem Haus gehst und du kennst vielleicht den nicht wirklich gut, das ist jetzt kein Bekannter von dir, dieser Elektriker, dann verlässt du das Haus, schließt aber gegebenenfalls vorher dein Büro, wo dein Laptop steht, dein teurer, wo deine ganzen Daten drauf sind, vorher ab, weil da muss der Elektriker ja schließlich nicht rein. Das heißt, der braucht da im wahrsten Sinn des Wortes keinen Zugriff auf diesen Bereich. Also verwehrst du ihm diesen Bereich, obwohl er selbst
sehr große Einflussmöglichkeiten hat und die auch den Strom abstellen kann, was zwar in dem abgeschlossenen Zimmer das Notebook ausgehen lässt, weil der Strom ist weg, aber auf die Daten oder auf das, was da auch in den Schränken lagert, an Akten, die du da abgelegt hast, hat er eben keinen Zugriff. Okay, das ist auch super, super ausführlich gewesen. Ich gehe davon aus, und ich an der Stelle auch noch mal der Hinweis an die Teilnehmer, wenn da tiefergehende Fragen sind oder wir auf unterschiedliche Punkte noch mal genauer eingehen sollen, bitte, ist nicht nur ein Dialog, sondern man soll sich alle gerne daran beteiligen, auch die aktuellen Themen aus dem Schulalltag direkt reinrufen. Wir haben da die Möglichkeit, jetzt direkt mit dem Guido Kraft zu sprechen und die Fragen entsprechend beantwortet zu bekommen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Wir haben am Anfang gehört, Guido, du bist auch im Thema ISO 27001 mehr als Firma. Jetzt wird uns auch immer mal die Frage gestellt, wie weit ist das relevant tatsächlich für Schulen und was verbirgt sich denn dahinter? Also das hört man immer wieder. Egal im Industrieumfeld, im Schulumfeld, überall wird diese ISO genannt. Was ist das denn konkret? Also was verbirgt sich hinter dieser kryptischen, numerischen auch und dann Ziffernfolge? Also zunächst einmal ist die ISO 27001 eine Basis, wenn nicht die Basis für beschreibende Informationssicherheit. Das heißt, es ist ein Industriestandard, der formuliert wurde, um zu sagen, wie muss meine Organisation aufgestellt sein, um konform zu gehen, um eben maximale Sicherheit von Daten zu gewährleisten, auch natürlich von personenbezogenen Daten. Und wie muss meine Organisation abgesichert sein, sodass es immer möglich ist, beispielsweise auch Business Continuity, also weiterarbeiten zu können. Es beschreibt Prozesse wie also Datenspeicherung, Datenbackup, Datenabsicherung für Zugänge etc. pp. Das Ganze, was man darauf aufbaut, aus den Formulierungen dieser ISO 27001, ist ein sogenanntes ISMS, Information Security Management System, was eben aus einer Vielzahl an Maßnahmen und Dokumentationen besteht. Maßnahmen sind dabei technische Maßnahmen, das heißt, ich setze beispielsweise einen Virenscanner ein, um zu verhindern, dass Schadsoftware sich auf meinen Systemen ausbreiten kann. Ich setze gegebenenfalls eben auch, das bietet die Firma Wolix, ein EPM, ein Endpoint Privilege Management System ein, um die Möglichkeit, um den Endpoint zu härten, den PC zu härten, dass da eben keine schädlichen Prozesse drauf geschehen. Das heißt, das sind so Formulierungen, die dort beschrieben sind. Und das Ganze soll natürlich auch immer im Idealfall perfekt dokumentiert sein. Das heißt, alles, was man an technischen und auch organisatorischen Maßnahmen beschließt, soll natürlich auch dokumentiert und schriftlich hinterlegt sein, sodass man in seiner Informationssicherheitsrichtlinie eben beschrieben hat, dass man beispielsweise auch Notizen mit geheimem Inhalt oder ich sag mal Inhalt, der nicht öffentlich zugänglich sein soll, nicht einfach auf seinem Schreibtisch liegen lässt. Das ist eine rein organisatorische Beschreibung. Das kann man mit keiner Technologie der Welt verhindern, dass jemand Notizen auf seinem Schreibtisch liegen lässt. Aber ich kann es organisatorisch formulieren. Und aus solchen Formulierungen, das sind sogenannte Controls, setzt sich diese ISO 27001 zusammen. Genauer gesagt nennt man das den Anhang A der ISO 27001, beziehungsweise manchmal wird es auch als die ISO 27002, da steht das Gleiche drin, beschrieben. Das sind rund 150, aktuell rund 150 Sicherheitskontrollen, die eben abgefragt werden für ein Unternehmen. Das heißt, es wird wirklich abgefragt, lässt man sich jetzt ISO zertifizieren? Hast du dich darum gekümmert, dass eben privilegierte Zugänge besonders abgesichert werden, wenn jemand auf deine Unternehmensdaten zugreift? Hast du dich darum gekümmert,
dass eben als Schutz gegen den Befall von Schadsoftware eben eine Antivirussoftware eingesetzt wird. Und so muss man sich das vorstellen, ist dieses Werk gefasst. Was aber noch viel bedeutender dabei ist, ist eigentlich, ich habe das eben schon mal am Rand erwähnt, dass der Gesetzestext, den man auch unter anderem in einer EU-DSGVO findet, sehr stark davon beeinflusst ist. Es gibt für kritische Infrastrukturen einen Voraussetzungskatalog, der nennt sich B3S. Das müssen alle kritischen Infrastrukturen wie Energieversorger, wie Wasserwerke etc. müssen das eben erfüllen. Und auch diese B3S-Formulierungen basieren schlussendlich auf eben dieser ISO 27001. Das Gleiche findet man im Bankenumfeld mit BaFin, das Gleiche findet man im Automobilumfeld mit TISAX. Schlussendlich, um es salopp auszudrücken, keiner erfindet das Rad neu. Die Basis war die ISO 27001, die einmal gesetzt wurde, und dann haben alle Wirtschaftsbereiche, Behördenbereiche etc. pp. Ihre Ableitungen daraus genommen, weil, um es mal ganz klar zu sagen, warum soll man auch das Rad zweimal erfinden, wenn da eine vernünftige Basis gegeben ist, die auch sehr high-level formuliert ist, Entschuldigung, die sehr high-level formuliert ist, kann man das natürlich für seine Bereiche passend, ob das jetzt für Government ist, ob das jetzt eben für Industrie ist, etc. pp. Wunderbar ableiten, umschreiben, aber den Kern eben beibehalten. Das beschreibt im Endeffekt diese ISO 27001, ein Industriestandard für die Sicherheit von Infrastrukturen, vor allem für die EDV-Sicherheit, die digitale Sicherheit von Infrastrukturen, woraus, wie gesagt, als Verwaltungseinheit ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem abgeleitet wird, was, wie gesagt, aus technischen Maßnahmen besteht, aus organisatorischen Maßnahmen und der Dokumentation derer, als auch, und das möchte ich noch da hinten dran setzen, als auch eben der organisatorischen Struktur in Form von Rollen. Das heißt, in einer Organisation hat ja jeder eine Rolle, die er ausfüllt. Und es gibt da die Rolle des IT-Administrators, es gibt aber auch die Rolle desjenigen, der vielleicht jemanden, wenn ein Anruf kommt, sagt, ja, du darfst auf unsere Systeme zugreifen, das kannst du machen. Dann ist das ein sogenannter Genehmiger, das ist auch eine Rolle, oder jemand, der im Nachgang schaut, was ist denn eigentlich dort passiert auf den Systemen? Was ist denn am Wochenende dort gemacht worden? Dann ist derjenige, der das Ganze sich anschaut im Nachgang, der Auditor. Das ist derjenige, der nachauditiert, was ist denn da am Wochenende passiert? Warum sind denn jetzt die und diese Systeme ausgefallen gegebenenfalls? Das heißt, ich habe auch immer eine Rollenbeschreibung meines Unternehmens. Und es ist die Basis, herzukommen, wenn ich mich auf einen solchen Weg begebe und sage, ich möchte hier wirklich den Gesetzesnormen entsprechen und alles dafür tun, dass das passt, dann ist ein erster Schritt zu sagen, ich definiere in meiner Organisation erst einmal die Rollen der Personen, die die entsprechenden Tätigkeiten in Zukunft eben auch ausführen sollen. Das ist ein ganz wichtiger Moment dabei. Das Ganze dreht sich nicht immer nur um digital, was dann natürlich die Benutzer sind, die Abbilder auch sind, die diese Rollen tragen. Es hat eben auch ganz viel mit der Organisation des Unternehmens, der Verwaltung, der Schule zu tun, wer welche Rolle dort innehat. Und darauf baut sich dann das ganze System auf und ist daran geschaltet sozusagen. Da ist auch gerade in dem Zusammenhang eine Frage reingereicht worden. Das ist auch super, dass da so mitgearbeitet wird. Wer denn in der Schule, Guido, wer in der Schule zuständig ist für diese Einhaltung dieser Richtlinien beziehungsweise dieser ISO 27001? Ich interpretiere jetzt die Frage gerade mal frei und schiebe da noch einen anderen Punkt mit dazu. Ist da der Sachaufwandsträger dafür verantwortlich oder ist jede Schule selber dafür verantwortlich? Also für meiner Dafürhalten ist es der Sachaufwandsträger, der in dem Moment die Verantwortung da
im Endeffekt trägt. Wir müssen aber auch hier die Rollen unterscheiden. Zum einen sehe ich in dem Konstrukt immer zum Beispiel den Informationssicherheitsbeauftragten oder im Englischen auch so gerne CISO genannt, sehe ich in dem Moment beim Aufwandsträger. Ich sehe aber je nachdem, wie groß eine Schule ist, daran wird er sich wahrscheinlich auch ein Stück weit orientieren, wiederum die Person des Datenschutzbeauftragten eher im Schulbereich direkt, weil es eben sofort damit zu tun hat, wie in einer natürlichen Institution, zu der ich eben auch Zugang habe, auch als natürliche Person, eben das Ganze gehandhabt wird, dass dort eben auch dafür gesorgt wird, dass bestimmte, jetzt kommen wir wieder zum Aktenschrank, dass bestimmte Aktenschranksbereiche abgeschlossen sind, dass eben gewährleistet ist, dass da eben kein Zugriff ist. Das heißt, der Datenschutzbeauftragte hat natürlich mit zu gewährleisten oder zu prüfen, ob diese Anforderungen eingehalten werden. Der Informationssicherheitsbeauftragte ist anders aufgestellt. Er ist eigentlich derjenige, der sich mit den Technologien beschäftigt. Das heißt, der ist derjenige, ein ISB ist auch derjenige, der in der Regel ein Information Security Management System führt. Das heißt, der ist derjenige, der schlussendlich eben auch Entscheidungen trifft. Was werden eben für technologische Maßnahmen herangezogen und auch neue Technologien herangezogen, um bestimmte Bereiche zu schützen? Da aber sehr viel von dieser Steuerung, wie das mir bekannt ist, eben in der zentralen Aufstellung ist, also sprich bei der Stadt aufgehangen ist oder dergleichen, sehe ich dann in dem Moment denjenigen, der das Informationssicherheitssystem steuert, dort aufgehangen, also eben auch beim Sachaufwandsträger aufgehangen, während der konkrete Datenschutzbeauftragte in der Schule selbst oder zumindest in einem Schulverbund, das hängt ja wahrscheinlich auch immer von der Größe ab, mit der ich es da zu tun habe, es muss ja auch leistbar sein für eine einzelne Person, den sehe ich sozusagen vor Ort und der hat im Endeffekt auch ein Stück weit die Pflicht mit zu überprüfen und im Gespräch mit dem Informationssicherheitsbeauftragten herauszufinden, ob das Ganze denn auch miteinander vernünftig konform geht. Weil die Interessenlage ist nicht unbedingt immer die gleiche. Das hat einfach damit zu tun, weil der Informationssicherheitsbeauftragte natürlich auch im Hinterkopf hat, sehr effizient handeln zu müssen. Das ist etwas, was in dem Moment ein Datenschutzbeauftragter überhaupt nicht tun soll. Der soll nicht effizient handeln, der soll in dem Moment erstmal sehr verantwortlich handeln. Das muss der ISB zwar auch, aber es sind unterschiedliche Interessenlagen und die müssen eben miteinander vernünftig verknüpft werden. Ich weiß, ob das jetzt so rübergekommen ist. Ich bin jetzt ja auch nicht derjenige, der sich Tag für Tag im Schulumfeld tummelt sozusagen. Von daher sind natürlich da unsere Zuhörer noch tiefere Experten in der inneren Struktur. Ja, es ist auf alle Fälle auch relevant, so wie ich das jetzt gerade auch interpretiere, dass man, auch wenn die überübergeordnete organisatorische Verantwortung vielleicht woanders liegt, man ja aber auch die einzelnen Lehrkräfte auch auf das Thema stark sensibilisieren muss. Also, dass man, wie wir das ja auch immer wieder mal mitkriegen, wenn wir dann mit Partnern oder mit Kunden sprechen, dass man halt nicht über einen privaten Dropbox-Account irgendwelche Daten verschickt, dass das jetzt nicht die beste Idee ist. Da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, Florian. Das ist natürlich, ich habe mich erstmal auf diese beiden, ich sag mal, Funktionen bezogen, Informationssicherheitsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter, aber in jedem Informationssicherheitsmanagementsystem. Ich habe eben gerade von Rollen gesprochen, von denjenigen, die in einer Organisation Rollen einnehmen. Eine Rolle ist aber auch eben die jedes einzelnen Benutzers oder man könnte sagen eben Menschen. Und Menschen sind immer die vierte Säule eines Informationssicherheitsmanagementsystems. Die eine Säule sind Technologien. Die eine Säule ist die Dokumentation,
Die andere Säule ist das Risikomanagement, ein ganz wichtiger Punkt. Und die vierte Säule sind einfach Menschen. Und was den Punkt Menschen betrifft, ist zum Beispiel ein Awareness-Training, wie man das in unserem Bereich sagt, ein Sicherheits-Awareness-Training, etwas ganz Wichtiges. Das heißt, eine Sensibilisierung erlangen der Personen, die eben ganz genau auch mit diesen Daten dann hantieren müssen, im wahrsten Sinne des Wortes hantieren müssen und damit arbeiten müssen. Natürlich, dass diese IT-Security Awareness ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und in jeder auf ISO 27001 basierendem Informationssicherheitsmanagementsystem wirst du eine Richtlinie finden, die da heißt Mitarbeitersensibilisierung. Und in dieser Informationssicherheitsrichtlinie Mitarbeitersensibilisierung ist genau das hinterlegt, dass eben entsprechend dort auch Schulungen stattfinden müssen, um diese Personen zu sensibilisieren, wie sie eben mit diesen personenbezogenen Daten, aber auch eben mit der Handhabung von technischen Geräten schlussendlich umzugehen haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da gerade angesprochen wird, dass die anderen beiden, das sind Stabsstellen, der ISB wie der Datenschutzbeauftragte, das sind offizielle Stabsstellen. Aber natürlich ist ein jeder, der diese Infrastruktur nutzt und insbesondere jeder, der auch ein etwas höheres Privileg hat, also höhere Rechte hat in einer solchen Struktur, immer dazu angehalten, eben entsprechend darauf zu achten, wie ist mit diesen Daten umzugehen und natürlich auch daraus resultieren, das Recht in Anspruch nehmen sollte, zu sagen, ich möchte darauf sensibilisiert werden. Ich möchte da auch eine Weiterbildung eine entsprechende haben und dass man mir genau das auch mal nahelegt, worum geht es denn hier an der einen oder anderen Stelle genau. Und das ist einer der wichtigsten Standpfeiler in einem Informationssicherheitsmanagementsystem. Nehmen wir mal an, Guido, es tritt jetzt der Worst Case ein. Diese Cyber-Security-Angriffe, von denen man ja überall mal liest, vor allem im Industrieumfeld. Aber nehmen wir mal an, es findet jetzt so ein Angriff statt. Wie kann ich mich im Vorfeld, wäre schön, wenn du da vielleicht ein paar Worte dazu verlieren könntest, wie kann ich mich denn im Vorfeld davor schützen, dass tatsächlich so ein Angriff von Erfolg gekrönt ist? Und wenn du es uns illustrieren könntest, mündlich, auf mündlicher Basis zumindest, wie kann ich mich denn vor so einem Angriff schützen und wie sieht denn tatsächlich so ein Angriff aus? Also worauf muss ich da wirklich aufpassen und wie läuft sowas ab? Das wäre sicherlich auch noch spannend zu erfahren. Okay, ich starte zunächst erst einmal wieder auf der organisatorischen Seite. Mir ist das eben auch ganz wichtig. Ich bin hier Vertreter eines Technologieunternehmens und Technologien unterstützen ganz klar diese Sicherheitsarchitekturen. Das ist ein ganz wichtiger Part. Zunächst muss ich aber auf der organisatorischen Seite auch bestimmte, wir haben eben darüber gesprochen, Festlegungen machen. Das heißt, ich muss Festlegungen machen, wer hat denn generell überhaupt Rechte und Zugriffe auf bestimmte Systeme. Das muss erstmal erfasst werden. Wenn ich das erfasst habe, beginne ich mit technologischen Maßnahmen Möglichkeiten zu setzen und auch vor allem Möglichkeiten zu unterbinden, dass jemand illegal auf meine Systeme eben zugreifen kann. Denn das ist wieder genau der Punkt. Zugriff ist dabei alles. Jeder Hacker, der versucht, sich an ein System einzuhacken, macht dies immer und ausschließlich über Zugriff, über Zugriffsrechte. Das heißt, darauf, wo er sich im Prinzip hochhangeln kann an Zugriffsrechten, ist sein Einfallstor ins Unternehmen. Und da muss man eben zusehen, dass man das, ich sag mal, wie ein Schlagbaum an der Grenze eben entsprechend verhindert. Das heißt also, ich muss zum Beispiel Möglichkeiten schaffen, dass mein Unternehmen oder meine Organisation, meine Schule von außen nicht angreifbar ist, beispielsweise über den Einsatz von einer modernen Next Generation Firewall.
Das ist eine Möglichkeit. Damit schließe ich schon mal sehr viele Zugangsmöglichkeiten und Zugriffsmöglichkeiten zu meinem System. In der Regel ist es so, dass jemand, der angreifen möchte, auf jeden Fall versuchen wird, Zugangsdaten zu erlangen. Das ist sein erstes Bestreben. Und wenn es einfach auch nur Zugangsdaten sind von einem niedrig privilegierten Benutzer oder Account, das interessiert in dem Moment nicht. Hochelevieren, so nennt man das, wie beim Fahrstuhl, kann er sich später immer noch. Aber er muss erst mal ein Einfallstor haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt komme ich natürlich auch zu unserem Unternehmen, ein Privilege Access Management System einsetze, heißt das im Endeffekt, ich mache meine Firewall weitgehend zu. Das geht deswegen, weil ich eben einen kanalisierten Zugang in meine Infrastruktur nur noch erlaube. Es geht nur noch auf einem sehr dedizierten Weg, der zusätzlich über Genehmigungsprozesse abgesichert ist, in dieses Unternehmen, in diese Schule, in diese Verwaltung schlussendlich hinein. Das heißt, ich habe wirklich nicht mehr die Möglichkeit, über die grüne Grenze rechts und links zu laufen oder irgendwo mir schnell mal einen Tunnel zu graben, sondern ich muss einfach über diesen Checkpoint drüber. Anders komme ich nicht mehr ins Unternehmen rein, auch weil die Firewall an anderer Stelle schon eben zu ist. Sollte sich jetzt jemand auf irgendeine Art und Weise, denn 100% Sicherheit werden wir niemals schaffen, es schaffen, da durchzumogeln in irgendeiner Art und Weise, dann muss ich halt mit mehrstufigen Sicherheitsprinzipien dahinter arbeiten. Das heißt, wenn derjenige dann doch es geschafft hat, Zugangsdaten zu bekommen, valide, sich dort in diese Infrastruktur reinhackt, dann muss ich an nächster Stufe eben die Möglichkeit setzen, beispielsweise die Ausführung von Schadsoftware durch den Einsatz von einem modernen Next Generation Virenscanner oder eben auch über einen Endpoint Privilege Management, Privilege Elevation, Delegation Management nennt man es auch, eben die Sache abzufangen. Das heißt, der Angreifer ist dann zwar im internen Netz, der muss aber jetzt erstmal die laterale Ausbreitung, so nennt man das Ganze, schaffen. Das heißt, er muss von einer Maschine schaffen, es sich auf alle möglichen Maschinen im Netzwerk auszubreiten. Das kann er aber eben auch nur, wenn er wiederum auf diesen Systemen diese Ausführungsmöglichkeit hat. Der wird versuchen, einen Schadcode zu starten, der eben ihm die Ausbreitung ermöglicht. Setze ich jetzt an der Stelle so ein Endpoint Privilege Management ein, welches sagt, auf diesen Systemen sind nur die und die und die und die und die Prozesse erlaubt. Das sind meine vordefinierten Prozesse, die dort auf den Maschinen laufen. Und wenn sich jetzt eine irgendetwas.exe oder Skript starten möchte, dann stufe ich dieses von vornherein so ein, dass es nicht ausgeführt werden darf, weil ich kenne das Ganze nicht. Es ist nicht gewitelistet, wie man so schön sagt. Es steht nicht auf der Weißliste. Also lasse ich eben diese Ausführung schlussendlich nicht zu. Spätestens ab dem Zeitpunkt wird es dann immer schwerer, einen solchen Angriff zu verhindern. Aber der Angriff läuft wirklich immer so statt. Es wird versucht, Zugangsdaten zu erlangen. Und wenn man nach dem klassischen Prinzip geht, wie man Infrastrukturen angreift, man muss sich das mal so vorstellen, es ist immer eine Kombination aus Benutzername und Passwort. Und da sind wir auch wieder dabei, privilegierte Accounts, hohe Passwortsicherheit vonnöten. Es gibt Hacking-Tools, die beinhalten den gesamten Katalog an Vor- und Nachnamen, die es so in Europa gibt. Diese Hacking-Tools setzen den Vor- und Nachnamen mit erster Buchstabe Vorname, Nachname durchgehend oder erster Buchstabe Vorname, Punkt Nachname oder Vorname, Punkt Nachname zusammen und testen sozusagen die Schnittstellen, die das Unternehmen, die Schule nach außen hat, ab. Es dauert, um den gesamten Katalog an Vor- und Nachnamen durchzugehen, für diese Hacking-Tools 1,7 Sekunden. Dann sind die durch. In 1,7 Sekunden hat der sämtliche Kombinationen, diese haben diese Programme sämtliche Kombinationen durchgetestet. Ein Treffer wird es immer geben, wenn dann ein schwaches Passwort gesetzt ist. Und das ist ein ganz, ganz, ganz
wichtiger Teil, auch wenn das nicht direkt mit Access Management zu tun hat, wo wir die Passwort Vault haben, wo ja die Zugriffe für die privilegierten Accounts sind. Aber wenn das Passwort auch des normalen Benutzers unkomplex ist, brauchen wir uns um Security oder über Security überhaupt nicht mehr unterhalten. Einfache Passwörter sind das Schlimmste, was es eigentlich überhaupt gibt. Nur mal, um das ein Beispiel zu nennen, habe ich ein sechszeichiges Passwort aus Groß- und Kleinbuchstaben. Dann dauert es nach diesen 1,7 Sekunden weitere 0,8 Sekunden zu erraten oder rauszufinden, wie dieses Passwort ist. Habe ich ein komplexes Passwort mit 8 Zeichen, also nur 2 Zeichen mehr, aber dafür Sonderzeichen, dafür auch noch Zahlen darin, Groß- und Kleinschreibung da drin. Dieses zu knacken dauert in der Regel statt eben dieser 0,8 Sekunden schon um die 2,5 Monate. Gehe ich noch höher und nehme ein 16-stelliges Passwort mit komplexer Ausstattung, also 444 in dem Bereich Digits und so weiter und so fort, dann braucht ein solches Hacking-Tool 3,5 Jahre, bis dieses Passwort rausgefunden ist. Nur um mal Da die wäre ich dann, da Dimensionen wäre ich dann für darzustellen. einen, da wäre ich dann für einen Hacker nicht mehr sonderlich attraktiv wahrscheinlich. Das ist überhaupt nicht mehr attraktiv, aber um mal darzustellen, wie proportional das steigt, was der Unterschied ist zwischen einem sechsstelligen Passwort, Groß- und Kleinschreibung über die Komplexität hin zu 16 Stellen, wo zwischen 0,8 Sekunden und 3,5 Jahren, was da für Unterschiede sind. Das ist einfach so, dann, da ist, das ist für einen Hacker im wahrsten Sinn des Wortes an der Stelle dann uninteressant. Und wie gesagt, das sind halt die Vielzahl der Möglichkeiten. Wichtig ist, dass die Lösungen, die man einsetzt, ein gesamtes Bild ergeben. Also sprich, das Access Management, was die Firma Wollix vertritt, muss eben in die bestehende IT-Security-Infrastruktur eingebettet werden. Das heißt, in den Virenscanner eingebettet werden. Das können wir über Einbettung in die ICAP-Schnittstelle, so heißt das. Und in alle anderen Technologien, die im Unternehmen auch eingesetzt werden, dann wird eben ein Schuh im Endeffekt raus. Man braucht ein integriertes Sicherheitskonzept, um so etwas zu machen, was Sinn bringt, was wirklich einen Mehrwert im Endeffekt bringt. Wie würde denn aus deiner Sicht und mit deiner Erfahrung, die du da mitbringst, jetzt auch nicht nur auf deinen aktuellen oder auf deinen momentanen Arbeitgeber gespiegelt, wie sieht denn aus deiner Erfahrung auch aus den letzten Tätigkeiten ein gut gesichertes IT-System aus? Wenn man das ein bisschen so die Brücke auch schlagen kann zur Schule, so was muss eine Schule oder ein Sachaufwandsträger dabei beachten? Was ist aus deiner Sicht ein gut gesichertes IT-System? Also welche Bestandteile sind da enthalten? Also gut, wir haben jetzt gerade schon mal angefangen, Mit der nur Firewall. beim Thema Personal Passwort anzusetzen, ist so zum Beispiel schon mal eine sehr gute Sache. Also sprich, ein Personal Passwort Manager. Das ist etwas anderes als bei unserem Access Management, wo es im Passwort-Tresor darum geht, die privilegierten Accounts, aber es gibt ja auch Personal Passwort Manager. Wunderbare Sache, komplexe Passworte erstellen lassen für Webseiten etc., worauf ich zugreife, und schon habe ich die Möglichkeit, extrem hohe Sicherheit zu haben in meinem System, ohne einen großen Aufwand zu treiben. Das ist schon mal Punkt 1. Den stelle ich ganz vorne weg, weil ich immer sage, komplexe Passwörter sind eigentlich alles. Natürlich als weiteres eben schon erwähnt, eine moderne Firewall, die eben auch, man sagt heute dazu, Next Generation Firewalling, die in der Lage ist, auch Eindringlinge, die versuchen, über Ports, also über Zugänge in dieser Firewall einzudringen, zu erkennen. Man nennt das Ganze auch Deep Package Inspection. Also es wird genau geguckt, was versucht denn da irgendjemand zu tun von außerhalb. Das heißt, Firewalling. Dritter Punkt ist auf jeden Fall Netzwerk-Security. Das heißt, im Endeffekt zu gewährleisten, dass nicht jeder, der dann mal Zugang bekommen hat in die Schule, irgendein Notebook nehmen kann, es irgendwo in eine LAN-Dose reinsteckt, bekommt eine IP-Adresse und ins eigentliche Netzwerk. Das heißt, ich brauche hier ein Netzwerkmanagement, was ganz klar sagt, deine MAC-Adresse kenne ich nicht, du kommst hier in dieses System nicht rein.
Privileged Access Management habe ich eben schon gesagt, damit man eine gehärtete Firewall hat, einen gehärteten Perimeter hat, ein Privileged Access Management System anschaffen, was ganz klar sagt, wann darf ich wie auf welche Systeme, was geregelt ist und wo ich eben diesen einen Gang ins Unternehmen habe von außen und nicht mehr eine große Vielzahl, sondern alles, was vor allem Wartungszugänge sind, ein Weg ins Unternehmen und nicht mehr. Ein aktueller Virenscanner auch nach wie vor zu empfehlen. Man muss dazu sagen, die Firma Microsoft ist da mittlerweile selbst auch schon recht weit gekommen mit ihrem Defender, der in jedem System drin ist. Tatsache ist aber eben auch, um den zentral zu verwalten, muss man natürlich auch eine entsprechende Lizenzierung haben. Sonst ist er nicht zentral gemanagt. Sprich also, die Vorteile gegenüber einem Drittanbieter AV sind jetzt dann auch schnell egalisiert, wenn man dort also die Verwaltung des E5 Defender mit reinnimmt. Aber Tatsache ist, ein aktueller Virenscanner auch eine ganz wichtige Sache. EDR, Endpoint Detection and Response, meist eine Erweiterung aktueller Virenscanner, also eine Software, die in der Lage ist zu erkennen, wie verhält sich denn da irgendetwas auf meinem System? Passiert da irgendetwas Komisches? Und wirklich anhand dieser Verhalten, dieser unbekannten Software zu sagen, da muss ich eingreifen. Unterstützt wird das Ganze durch, was ich eben schon gesagt habe, EPM, Endpoint Privilege Management, was Prozesse anschaut und sagt, okay, ich habe hier meine Whitelist, das geht auf diesem System, alles was darüber hinausgeht, geht schon mal gar nicht. Spielt mit EDR in einer Liga sozusagen und ergänzt sich wunderbar. Und aus der Kombination dieser Security-Möglichkeiten plus natürlich auch ganz klar im Verzeichnisdienst festlegen, was ist ein Benutzer, lokale Administratoren möglichst abschaffen, kann man übrigens auch über EPM abfangen, wenn man sagt, wir haben aber noch ein altes Programm, das muss eben administrativ ausgeführt werden, dann kann man es über eine EPM-Lösung edivieren, es kann ausgeführt werden, das funktioniert. Und damit habe ich eigentlich schon in weiten Teilen eben mein System gesichert, über Firewalling, über Network, über eine intelligente Network Security, ein Privilege Access Management, Endpoint Privilege Management, Next Generation Antivirus, EDR als Ergänzung und dann ist man schon sehr, 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 sehr weit. Ja. Okay, perfekt. Das ist eine super Antwort gewesen. Danke für diese ausführliche Beantwortung. Ich gehe davon aus, dass sich sehr viele auch Notizen dazu gemacht haben. Was ich jetzt gerade parallel gemacht habe, ist auch mal auf der EDOFair, auf der Messe, in unserer Schulausstatter Messehalle, die wir da exklusiv für uns erstellen haben lassen. In dieser virtuellen Messe bin ich auf den Wollex Messestand gegangen. Dort sind zwei Avatare zu sehen. Da kann man auch wirklich auf die Avatare klicken und entsprechend Kontakt aufnehmen mit den Personen. Da kann man dann auch erfahren, was macht die Firma Wollex, eben der Arbeitgeber vom Herrn Kraft. Man wird aber auch, weil es kein Direct-Geschäft gibt, man wird aber auch auf einen kompetenten Dienstleister weiter geroutet, was für Sie gerade im Schulumfeld auch wirklich ein ganz relevanter Punkt ist. Man wird da weitergeroutet zu einem Dienstleister, dem, wo auch die Firma Wollex sagt, die sind kompetent, die kennen sich aus, die wissen, was sie da machen. Und dann wird man da auch direkt vor Ort, beziehungsweise via Videokonferenz beraten, um da die ersten Schritte gemeinsam zu gehen. Guido, kurze Abschlussfrage. Wir haben noch eine Minute, vielleicht können wir ein, zwei Minuten überziehen, mit Bezug auf unser Thema auch, Angst gegen DSGVO beziehungsweise Datenschutz. Ist es denn aus deiner Sicht, ist keine einfache Frage, aber vielleicht zwei, drei Sätze dazu, ist es denn wirklich ein Angstgegner, deiner Meinung nach? Nein, es ist kein Angstgegner. Wenn man sich einfach mal mit den Regulatorien befasst und schaut, was dort eigentlich geregelt ist, und man hat diesen Werkzeugkasten, den ihr eben auch mit euren Schulausstattern bietet, zur Verfügung, kann man eigentlich sehr schnell zu Ergebnissen kommen. Das ist kein Angstgegner in dem Falle.
Es sind unheimlich viele Regulatorien, die dort niedergeschrieben sind. Man kann die aber sehr zusammendampfen. Und das ist das, womit wir eben eigentlich ganz am Anfang angefangen haben und auch mit meiner Firma. It's all about access. Es geht immer um Zugriff. Wenn ich den Zugriff managen kann, wenn ich den Zugriff im Griff habe, habe ich auch die EU-DSGVO im Griff und ich habe auch Compliance-Anforderungen wie B3S ISO 27001 im Griff. Das ist eben genau das, was immer wieder festgestellt werden muss. Ich gehe auch mal auf euer Portfolio ein. Du hast gerade schon auf uns hingewiesen. Ihr habt beispielsweise auch solche Koffersysteme, wo Laptops drin gestapelt werden und aufbewahrt werden, die eben nicht einfach mal knackbar sind und wo man die Dinger rausklauen kann. Auch das sind digitale Daten. Ist im Prinzip auch Zugriff, der dort gesichert wird, indem ihr solche Aufbewahrungssysteme anbietet. Und das ist der Knackpunkt. Das zu verstehen, wenn ich den Zugriff regeln kann und den Zugriff unter Kontrolle habe, habe ich diese Regulatorien weitgehend, bis auf wenige Ergänzungen, die sich da immer raus ergeben, das ist ganz klar, aber weitgehend habe ich dann diese Regulatorien auch im Griff. Das ist so, definitiv. Okay, perfekt. Das ist doch schon mal beruhigend zu hören. Das nehmen wir auch so mit als Schlusskommentar. Wir haben es ja nicht mit einem Angstgegner zu tun, sondern mit jemandem, der uns wahrscheinlich dauerhaft begleiten wird. Und man muss das Thema DSGVO und Datenschutz an sich, aber eben auch Schutz von Endgeräten und so weiter, sensibel behandeln und damit umgehen. Guido, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen. Sehr gerne. Hat mich War sehr gefreut. ganz, ganz toll und aufschlussreich. Wie gesagt, man kann da jederzeit auch Kontakt aufnehmen über die Schulausstatter oder eben auch direkt über die Firma Wolex. Was spannend ist und auch für die Zuhörer nochmal ganz interessant, wenn Sie sich nicht nur virtuell treffen möchten, sondern vielleicht auch im nächsten Jahr, beispielsweise in Köln auf der Didakta mit uns treffen möchten. Wir haben da wieder einen sehr großen Gemeinschaftsstand. Ich gehe davon aus, dass da auch die Firma Wolex als Konsortiumsmitglied entsprechend vertreten ist mit einem kleinen Counter. Da kann man aber eben auch mit allen anderen Konsortiumsmitgliedern sprechen. Nutzen Sie da die Möglichkeit, sichern Sie sich ein kostenloses Ticket, eine kostenlose Eintrittskarte. Diese stellen wir Ihnen als die Schulausstatter sehr gerne zur Verfügung. Ist relativ einfach. Melden Sie sich an hier auf der EDOFair. Gehen Sie auf Partner und bei die Schulausstatter klicken Sie auf Chatten Sie mit uns, dann öffnet sich ein Chatfenster, schreiben Sie in das Chatfenster Didakta 2022 und dann wird Ihnen 3 bis 4 Wochen vor Messeantritt ein kostenloses Ticket zugesendet. Das ist schon alles, was Sie tun müssen. Es würde uns sehr freuen, wenn wir Sie da persönlich antreffen können, bei uns auf dem Messestand, damit wir nicht nur virtuell, sondern auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen können. Das würde uns sehr freuen. Und der zweite Nebeneffekt, wir werden auf der EDUFair als Schulausstatter regelmäßig Webinare in der Art und Weise halten. Das ist zum einen heute eben gewesen zum Thema DSGVO. Da wird alle 6 bis 8 Wochen eine neue Webinarreihe kommen und da werden wir auch versuchen, auch jedes Mal einen entsprechenden Experten wie eben heute, danke nochmal, den Guido Kraft mit dabei haben. Und beim nächsten Mal wird es wiederum ein anderer sein. Wenn Ihnen das gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter, melden Sie sich auf der EDOFair an, dann werden Sie da regelmäßig abgedatet über solche Webinare und Webcasts in der Art und Weise. Wenn jetzt abschließend keinerlei Fragen mehr sind, bleibt mir noch, mich nochmal beim Guido Kraft zu bedanken und vor allem bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, und übergebe dann wieder und gebe zurück an den Jürgen Godenrath von der EDOFair. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, Danke auch nochmal von meiner Seite für die Aufmerksamkeit. hier persönlich zu sprechen und am Messestand begrüßen zu können. Ganz herzlichen Dank. Danke, Guido. Ich habe auch zu danken. Und auch ich habe zu danken, nämlich an Florian Limmer und Guido Kraft für diesen interessanten Austausch zu einem nicht immer ganz einfachen Thema. Sollten Sie im Nachgang noch Fragen haben, die Ihnen in den Sinn kommen, können Sie jederzeit auch auf unsere Nachfass-E-Mail antworten.
und da letztendlich Ihre Fragen stellen. Einfach darauf antworten. Wir freuen uns auch auf Tipps und Anregungen für die Zukunft. Auf diesem Wege haben Sie übrigens auch die Möglichkeit, ein Zertifikat für die Teilnahme an diesem Webinar zu erhalten. Wie schon von Herrn Limmer gesagt, wenn Sie direkt mit den Referenten Kontakt aufnehmen wollen, einfach auf der edufair.de registrieren, kostenfrei natürlich, und dort über das Chatfenster mit den entsprechenden Personen Kontakt aufnehmen. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Die Tage der Bildung dieses Jahr im November. Im Dezember werden neue stattfinden. Dieses Jahr, jetzt im November, werden am 11.11. erstmal enden. Und die Termine fürs weitere Programm, zum Beispiel morgen IT-Sicherheit, finden Sie unter edufair.de/webinare. Bleibt mir noch, Ihnen einen wunderschönen Tag zu wünschen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und vergessen Sie nicht, überprüfen Sie Ihre Passwörter und vor allem bleiben Sie gesund. Dankeschön.